Herzlich willkommen bei Seelenfutter, dem kurzweiligen, geschmackvollen, ich möchte sagen leckeren Format aus der Küche. Aber wie schon beim letzten Mal erwähnt, es geht nicht nur ums Kochen und die Gaumenfreuden. Wir wollen auch ein bisschen was für die Seele machen. Ich darf vorstellen, Michael Stocker, mein Freund und Wegbegleiter aus Österreich. Ja, und wir legen jetzt mal los. Und die Sam, meine Freundin aus Deutschland. Genau, also das ist hier auch eine deutsch-österreichische Partnerschaft, genau. Möchte ich sagen. Und deswegen werden wir heute auch keinen Kartoffelbrei kochen, sondern ein Erdäpfelpüree. Schön, also da geht schon mit der Sprache los. Genau. Ich durfte lernen, das sind Erdäpfel. Genau. Und keine Kartoffeln. Genau, für das Erdäpfelpüree nehmen wir eben in dem Fall mehlige Kartoffeln. Es gibt ja festkochende, die dann für Beilagenkartoffeln wie Petersilie-Erdäpfeln besser geeignet sind. Aber die mehligen, das werden wir dann später sehen, die sind feiner dann, wenn man die dann durchpassiert, dass okay. Die Konsistenz vom Püree einfach besser ist. Also jetzt muss ich ja nochmal erwähnen, ich habe also keine Kochkunst so, die ich jetzt direkt mitbringe. Und deshalb haben wir uns ja auch mit diesem Format so rangewagt, dass wir ganz leichte Dinge erstmal gemeinsam in der Küche vollbringen. Ich darf Fragen stellen, die vielleicht auch mal dumm erscheinen. Einfach, weil ich unwissend bin und frage jetzt auch direkt, wenn ich aber doch mehlige, festkochende Kartoffeln, also bei uns zu Hause, habe ich auch für einen Kartoffelbrei genommen. Ja, es funktioniert auch, aber du wirst es dann sehen beim Passieren. Die mehligen, wenn die dann gekocht sind und weich gekocht sind, lassen die sich super einfach durchpassieren. Und mit den Festkochenden hat man dann im Püree, wenn man es jetzt nur mit der Kartoffelpresse macht oder so, hat man halt noch diese Stückchen, die Körnchen drinnen eben. Und das ist für ein ganz, ganz gutes Püree halt nicht erwünscht. Und der Clou, den wir versuchen, Sendung für Sendung aufzubauen, wir wollen, denn du bist ja ein richtiger, echter Koch, der es auch drauf hat, wir wollen schon so Feinheiten auch bringen, dass man als Zuschauer vielleicht einen kleinen Trick mitnehmen kann und nicht nur einfach Sam in ihren Küchenanfängen beobachten darf. Gut. So, soll ich mal Platz machen? Weil, ja, gern. Also wenn es den Zuschauern recht ist, würde ich den Part mit dem Erdäpfelschälen halt weglassen. Ich habe Kartoffeln schon geschält mit Wasser da im Topf. Und das Erste, wo ich generell, wenn ich Erdäpfeln koche, immer gern ein bisschen nachlege, ist, dass ich Zutaten, die Geschmack geben, also Gewürze in dem Fall, beim Kochen einfach schon mit reingebe. Wir werden da jetzt den Ofen gleich mal mit aufdrehen. Ja. Das ist bei den Erdäpfeln einerseits Lorbeer. Es gibt viele, ich lege das dann oben in ein Sieb rein, damit ich nicht im Nachhinein dann rumfischen muss. Genau. Das ist ja clever. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, dass man das ja, so... Ja, man ist ja faul als Koch. Da denke ich jetzt schon weiter. Es gibt doch auch diese geschlossenen Tee. Genau, Siebe, ne? So etwas eine Kugel, kann man annehmen. Die kann man doch da auch dann reinstecken. Das andere ist eben Pfefferkörner, weil ein bisschen an Geschmack soll sie auch haben. Muskatnuss habe ich jetzt gemahlen da, die werden wir dann später erst hinzugeben. Mhm. Und dann habe ich noch Wacholderbeeren. Das sind Gewürze, die meistens bei den Gerichten, in Österreich der Schweinsbraten, bei den Gerichten sind dann zum Beispiel im Schweinsbraten, im Soft, wird eben mit Wacholderbeeren, mit Lorbeer, das kenn ich aber tatsächlich auch mit Kümmel oder mit Majoran gekocht. Und die Variante vom Püree, die wir heute machen, also die Wacholderbeeren drücke ich ein wenig an, weil solange die verschlossen sind, geben sie nicht den Geschmack gut ab. Das heißt, ich habe eigentlich bei... Wieder was gelernt. Bei die, okay, boah, also andrücken der Wacholderbeere, damit der Geschmack auch richtig raus kann und das Ganze dann in einem Teesieb direkt mitkochen. Das finde ich gut. Genau, oder man kann auch, also irgendein Sieb ist einfach der Bequemlichkeit halber. Und was man halt nicht vergessen sollte, ist natürlich Salz. Aber auch nicht zu viel, sonst heißt es gleich wieder, der Koch ist verliebt. Genau, bevor wir uns da verquatschen. Und das, was ich bei meinem Erdäpfelpüree, jetzt tue ich das Mise en place wieder weg, was ich mal fürs Kartoffelschälen gekriegt habe, Erdäpfelschälen. Das, was ich dann immer gern mache, bei einem Erdäpfelpüree gibt es ja dann noch Milch und Butter drinnen. Mhm. Und ich liebe es, mit Kräutern ein bisschen zum Experimentieren. Und das, was ich dann sehr oft gern gemacht habe, ist, dass ich zu dem Gericht, wo das dazu serviert wird dann, eine Geschmacksnuance mit reingebe. Und das geschieht über die Butter.
Das heißt, in einem eigenen Pfandl wird Butter nussig gemacht. Das zeige ich dir jetzt. Ich wollte gerade sagen, wie geht denn Butter nussig machen? Also da wird ja jetzt nicht so, Nuss noch mit, ein bisschen mit zurück, eingearbeitet. Das nicht überkocht. Nein, hat mit Nuss nichts zu tun. Das heißt, auch Menschen mit Nussallergie brauchen sich vor einer nussigen Butter nicht zu fürchten. Bei Kartoffelbrei oder Erdäpfelpüree muss ich ja immer an meine Kindheit denken. Tatsächlich hat meine Oma auch ein sehr leckeres Kartoffelpüree gemacht. Muskat weiß ich da auch noch als Verfeinerung. Ja. Ja, und irgendwie sind so Kindheitserinnerungen werden da wach. Das sind so die klassischen Gerichte, die alle Kinder gern essen. Wobei bei Kindheit kommt ja dann auch gleich das Thema, oh, da kommt dann Prägung. Und da wären wir ja schon bei dem anderen Seelenthema, was wir alles so mitnehmen aus unserer Kindheit. Ja. An Schönem und aber auch an Themen, die wir dann so im Laufe unseres Lebens wieder aufarbeiten dürfen. Also erkennen dürfen, was ist da an Prägung passiert, die vielleicht nicht so gut war. Ja. Um dann in unsere Schöpferkraft zu kommen. Denn um Schöpferkraft geht es ja auch in deinem Leben. Genau. Zumindest jetzt seit einigen Jahren schon. Ja, schon seit einigen Jahren. Aber das Bewusstsein, dass man wirklich in seinem Leben Sachen schöpfen kann, erschaffen kann, ist halt jetzt die letzten Jahre erst stärker geworden. Und da war halt ein sehr wichtiger Teil davon, dass man sich selbst zuerst einmal kennenlernt. Und da sind viele Sachen, die man natürlich aus der Kindheit mitgenommen hat, ja, wo Prägungen da sind. Das ist bei mir einerseits einmal die Liebe zur Natur, die Liebe zu den Produkten. Ich bin in der Landwirtschaft in Kärnten auf einem Bergbauernhof aufgewachsen. Ja, darf ich ein bisschen drin rumrühren? Oder damit ich nicht so ganz untätig? Wenn du willst, darfst du, ja. So, jetzt habe ich dann endlich die ganze Butter ausgepackt. Man kann auch ein größeres Stück Butter nehmen und mit einmal auspacken. Also auf dem Bauernhof in der Natur groß geworden und... Genau, dann war es in meiner Kindheit so, dass nicht so viel Zeit vor Computer, Playstation und sonstigen verbracht wurde, sondern der Fernseher wurde verbotenerweise schon immer wieder aufgedreht, aber im Verhältnis zu dem, was heutige Kinder machen, war das sehr, sehr wenig. Und wir haben wirklich sehr viel Zeit mit Baumhaus bauen oder irgendwo Baumkraxeln, also auf Bäume klettern, ja, verbracht. Und wir haben aber auch mitarbeiten müssen. Ja, das ist jetzt... Ist alles richtig, ist ja? Ist alles richtig, genau. Würdest du sagen, dass die heutige Kindererziehung ein bisschen, sagen wir, feinjustiert werden dürfte? Also du bist ja selber auch Vater. Ja, feinjustieren darf man immer und überall im Leben. Es hat sich einfach das Umfeld extrem gewandelt, wo man einerseits Schritt halten möchte. Ja. Weil man auch als Vater ja seinen Kindern jetzt nicht Sachen verbieten möchte. Andererseits ist es für mich einfach sehr wichtig, dass ich meine Kinder auch Werte mitgeben kann. Dass eine Wertschätzung auch da ist, weil, also auch da, wenn ich die Kinder mithabe und sie holen sich dann das tägliche Schnitzel, was anders wird leider auch nicht gegessen, dass halt dann auch das Teller selber abserviert wird in die Küche, dass man das Besteck zurückbringt, mhm, und dass auch Danke gesagt wird für das gute Essen, weil viele Sachen werden in der heutigen Zeit als selbstverständlich angesehen und das ist es aber nicht. Wir leben in einer Zeit, wo wir so viel Reichtum und Fülle um uns herum haben. Und es gar nicht mehr sehen. Das, genau. Und der Fokus ganz viel und oft auch auf das Negative geht, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Und wir natürlich auch bespielt werden entsprechend. Also wenn wir uns die Qualitätsmedien anschauen, dann wird ja reichlich dafür gesorgt, dass wir Suggestionen bekommen, die uns davon wegbringen, von unserer Werbung, Schöpferkraft. Mit Nachrichten und so weiter, ja, an alle Ecken und Enden bombardiert. Und auch schwer für die Kinder dann, ja. Ja, aber auch für Erwachsene, also dass man sich dem wirklich entzieht und auch da, so wie in unserem letzten Gespräch schon, dass man eben da einen Abstand wahren kann.
Aber wenn ich etwas 100-mal schon suggeriert bekommen habe, welche Information das dann auch immer ist, ob das ein bestimmtes Waschmittel ist, das jetzt alle Flecken von allein in Luft auflöst oder was auch immer. Wie geht's los? Da passiert nichts. So, da haben wir jetzt die nussige Butter. Ja, die ist jetzt nussig, weil sie ein bisschen... Die Butter ist jetzt an dem Punkt... Braun geworden so. Genau, wenn du da reinriechst, das hat ein leicht nussiges Aroma. Ja, okay. Wenn ich das jetzt noch weiter erhitze, dann wird es eine braune Butter. Mhm. Das möchte ich und brauche ich jetzt in dem Fall aber nicht. Und jetzt habe ich da heißes Fett. Und heißes Fett ist, also die Flüssigkeit, die in der Butter drinnen war, der Wasseranteil ist rausgekocht quasi. Mhm. Und das nutze ich jetzt. Da habe ich heute eben einen Zitronenthymian im Garten geholt. Mhm. Und das nutze ich jetzt. Jetzt bin ich aus dem Bild. Gefahr. So. Die Butter nutze ich jetzt, um in dem Fett von der Butter, das in dem Püree ja sowieso drinnen sein soll, das ätherische Öl aus dem Zitronenthymian rauszuziehen kann. Genau. Mhm. Jetzt werden wir da einmal abwischen. Und dann kriege ich mit dieser Butter, mit dem Fett, was ich da drinnen habe, wenn du jetzt da reinriechst, jetzt ist der Geruch, ist der vorher im Zitronenthymian war, den Geruch haben wir jetzt da in der Butter drinnen. Mhm. Und das kann ich dann mit, ich sage ja mal, jedem x-beliebigen... Genau. Das kommt, also jetzt Zitronenthymian würde dann zum Beispiel gut zu einem gebratenen Fisch dazu passen. Das Kartoffelpüree, das Erdäpfelpüree, der Kartoffelbrei. Machen wir es gleich international. So, da werden wir noch was, mal zurückkommen. Was empfiehlst du noch als Alternative? Was ich liebe, ist Rosmarin. Mhm. Zu Lammgerichten zum Beispiel, wenn man das denn mag. Ja. Dort ein Kartoffelpüree mit Rosmarin drinnen dazu serviert. Das harmoniert unheimlich. Aber im Gibt's Prinzip da auch ganz Verrücktes? Ja, man kann das... Mit unterschiedlichen Sachen machen. Natürlich, ich kann jetzt dann an Ingwer oder so etwas reintun oder mit Zitronengras zum Beispiel eben auch. Das finde ich super. Bei gewissen Sachen muss man dann halt aufpassen, wenn das Fett zu heiß ist, gibt es Gewürze oder Kräuter, die dann Bitterstoffe entwickeln. Mhm. Also bevor man das dann ins Püree hat, wenn man es noch nie probiert hat und dann für die ganze Familie 20 Portionen Püree bitter gemacht hat, vielleicht einmal vorher ausprobieren. Ja. Aber im Prinzip kann man mit der Methode in unterschiedliche Sachen, aber Erdäpfelpüree eignet sich halt sehr gut dazu, das Aroma reinbringen. Und ja. Super. Gut, die Erdäpfel sind gekocht. Mhm. Das heißt, Ofen aus. Das Sieb werde ich mir dann gleich behalten. Das heißt, die Gewürze leere ich aus und das Sieb nehme ich dann gleich her, um unsere Butter abzusehen. In der Küche, auch wenn es Gastronomie ist und man jemanden hat, der abwäscht, sollte man ja trotzdem effizient arbeiten. Und zu Hause, wenn man selber abwaschen muss, ist es noch besser, wenn man nicht 5 unterschiedliche Siebe verwendet. So, genau. Und dann geht's ans Passieren. Das heißt, wir werden uns einfach heiß. Da. Das ist heiß, ja. Ja, Achtung. Soll ja auch heiß bleiben. Ui, da kannst du aber. Naja, ich bin das ja auch gewohnt. Ich stehe so ein bisschen unbeholfen da. Willst du die Finger verbrennen? Nee, danke. Gut. Ich schaue nur. So. Es geht mit einem Passiersieb, geht aber genauso, indem man einfach Erdäpfelpresse oder eine Kartoffelpresse nimmt oder einen Stampfer zum Beispiel auch. Sagen. Genau. Und mit dem Passiersieb wird es halt noch feiner, wenn man einen sauberen Untergrund hat, was wir hier ja haben, dann kann man das ruhig auf der Arbeitsfläche machen. Man kann sich auch eine kleine Schüssel oder einen Teller drunter tun. Aber nachdem wir da Glas drunter haben, und nur die Erdäpfel drauf gestanden sind, ist das überhaupt kein Thema. Und wie du jetzt siehst... Wow, sieht ja ein bisschen aus wie Torte schmieren. Das kenne ich noch von früher. Ist nur gesünder als Torte. Da gebe ich dir recht an der Stelle.
Und das ist jetzt der Unterschied. Die mehligen Erdäpfeln lassen sich mit ganz wenig Kraftaufwand, wenn die weich gekocht sind, einfach durchstreichen. Okay, verstehe. Und dann die festkochenden, das wäre dann eine Drückerei oder beziehungsweise es würde wahrscheinlich gar nicht alles durchgehen, oder? Ja, genau. Weil das Sieb ist halt sehr fein, hat den Vorteil, dass danach dann eben auch das Püree fein ist und macht andererseits aber mehr Arbeit, als wenn man jetzt einfach halt die Presse nimmt oder den Stampfer nimmt. Ja, kommt darauf an, was man für einen Anspruch hat, ob es halt eben das Gourmet-Menü sein soll oder einfach nur für die Kinder der gute Kartoffelbrei, das gute Erdäpfelpüree. Hast du denn auch so Kindheitserinnerungen bei Erdäpfelpüree? Also das Püree hat es bei uns daheim natürlich auch gegeben, habe ich gern mögen. Das, was in der Kindheit das Lieblingsessen war, waren Palatschinken. Ah, okay. Die können wir ja vielleicht in einer Sendung einmal machen. Ja, sehr gerne. Und wenn du dann so in deine Kindheitserinnerung gehst und eben auch in die Teile, vielleicht die nicht so schön waren, die du ja auch auf deinem Weg schon deutlich viel aufgearbeitet hast, wie ich ja weiß, ich darf hier aus dem Nähkästchen plaudern, beachtest du das sehr? Also bist du sehr bewusst dann im Kontakt mit deinen Kindern? Also dass du da auch schon merkst, oh, ich mache da jetzt bewusst was anders? Ups. Na gut. Lass uns mal. Sensibles Thema. Na, ja, genau. Wie kann sie so eine Frage in der Küche stellen? Es ist sehr oft so, dass ich dann auch, wenn eine Situation schon war, im Nachhinein draufkomme, das war jetzt genau die Reaktion, die ich gemacht habe, die meine Mama oder mein Papa auch gemacht hat. Ich glaube, wir sind da alle keine Heiligen. Nee. Auch wenn man sich das vornimmt, dass man alles anders macht. Aber trotzdem ist es halt so, dass man sehr viel von dieser Prägung, wie man das halt vorgelebt bekommen hat. Das war bei mir zum Beispiel das Thema mit der Arbeit. Du weißt, dass ich etwas über dem Durchschnitt von anderen Menschen so arbeite, weil es einfach Spaß macht. Aber ich habe das genauso in der Form eben auch vorgelebt gekriegt. Es war in der Landwirtschaft immer Arbeit und mein Papa ist eigentlich 40 Stunden arbeiten gegangen und hat nebenbei aber noch Brennholz und Heu und Kühe und so weiter gemacht. Soll das da bleiben oder wollen wir das nebenbei? Na, wir können weitermachen. Genau, das wird jetzt einfach in die Schüssel reingeputzt. Und aber dieses bewusst dann damit umgehen, oder anders, dieses Erkennen hilft doch schon auch im Kontakt. Also ich kann da nur von mir selber reflektieren. Je weiter ich mich Entschuldigung, auch um das Thema Bewusstseinserweiterung und eben, wer bin ich, kümmere und eben diese Prägung verstehe, je besser ist so eine Wertung. Ne? Aber je einfacher fällt es mir auch, mit meinen Kindern anders umzugehen und entsprechend eben mal einen Punkt komplett anders zu machen, als ich es erfahren habe. Oder also ich glaube schon, dass ich durch die Entwicklung, die ich in meinem Leben gemacht habe, durch die Schritte, wo ich mich selber kennenlernen habe dürfen, dass ich dadurch auch im Umgang und in den Botschaften, die ich meine Kinder weitergebe, also das mit Kinder hat ja für mich eine doppelte Bedeutung, wie du weißt, auch hier am Arbeitsplatz habe ich sehr viele Kinder. Ja. Meine leiblichen Kinder finden das dann immer lustig, wenn sie auf Besuch sind und ich dann Kinder sage und dann... Und die ganze Mannschaft antwortet. Die ganze Mannschaft sagt, ja, Michi. Aber es ist das, was man dann dort als Botschaft mitgeben kann, ganz etwas anderes, wenn man selber eine gute Haltung hat und ein Bewusstsein hat über das, was man ist. So, ich will jetzt auch mal was machen. Ja gut, dann schütten wir jetzt da unsere Aromabutter rein. Sie hat das Sieb gehalten. Nicht, sie hat eine Wassermelone getragen. So, und jetzt nehmen wir noch einmal die gleiche Pfanne, weil die kalte Milch möchte ich nicht reinschütten. Okay. Das Püree schlecht. Das heißt, die Schüssel tun wir da von der Platte weg. Dann werden wir das da kurz aufkochen. Ganz bewusst noch wieder mit den Zitronen. Ja, genau, das ist jetzt in dem Fall egal, da geht es wieder einfach darum, das kommt im Püree sowieso alles zusammen
Und ich könnte jetzt wieder ein frisches Geschirr nehmen für die Milch, aber für das Endprodukt ist es egal, aber zum Abwaschen ist es halt ein Element mehr und das ist einfach nicht notwendig. Ja, gut. Genau. Das muss nicht kochen, es geht nur darum, dass ich jetzt nicht in das Püree... Wenn ich eine kalte Milch, dann ist es dann runterkühlt. Nebenbei können wir dann gleich von der Muskatnuss ein bisschen was reintun. Mhm. Das ist wieder Augenmaß und Handgewicht, so, ja? Ja, genau. So. Ich denke ja, dass wir dann das Rezept oder die Ideen nochmal aufschreiben und ans Ende der Sendung irgendwie platzieren. So, jetzt schauen wir mal, dass man nicht... Da ist uns was reingeraten. Ja, das werden wir da gleich mal einen Löffel rausfangen. So. Da werden wir jetzt schauen, dass wir nicht zu viel Flüssigkeit ins Püree reinbringen, weil... Dann mache ich dir wieder Platz auf dieser Seite. Im Nachhinein noch etwas hinzufügen kann man immer. So. Zieht das denn auch sozusagen nochmal nach, wie das bei Soßen so ist? Da hört man immer, ja, muss noch ein bisschen stehen, zieht dann nach. Also wenn zu viel, dann zu viel. Wenn zu viel, dann zu viel. Und das, was beim Püree gefährlich ist, deswegen rühre ich auch jetzt erst das erste Mal um. Die Erdäpfeln haben Stärke in sich drinnen. Mhm. Und wenn ich jetzt zu lange umrühre, dann kriegt man irgendwann den Kleister, der dann nicht runtergeht und nicht dieses cremige Püree, das sich dann eben auch löst. So, gut. Jetzt haben wir zu wenig Löffel da. Ich überlasse dir den. Also ich darf probieren, Ich nehme den Löffel da, der geht eh. Und dann eben, bevor man das irgendwo anrichtet oder serviert. Wow, schmeckt man richtig raus. Ja. Also, schmeckt super. Zitronig jetzt in dem Fall. Mhm. Und deswegen eben ist wichtig, dass man auch im Voraus schon Gewürze drinnen hat. Wenn ich bei einem Püree jetzt im Nachhinein anfange, noch Gewürz wieder umrühren, dann habe ich im Endeffekt genau den Kleister, den ich nicht haben will. Und ja. Perfekt. Also ich würde sagen, zweites Gericht auch gelungen. Bedanke mich wieder mal für deinen Einsatz und deine Geduld auch mit mir. Bedanke mich bei den Zuschauern und sende noch ein Lächeln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.